Dein erster eigener Skischuh, worauf solltest du achten und was kostet das überhaupt? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit! Dein erster eigener Skischuh. Ich bin wieder hier, ich bin wieder in Sprockhövel bei Sportkrön mit A Bootfitter Phil. Super schön, dich nochmal im Video zu haben. Danke, Phil. Marius. Ja, wir haben uns ja hier vor 2 Monaten schon mal getroffen und da hieß es schon, hier soll eine Serie entstehen über die Skischuhe und heute soll es um den ersten eigenen Skischuh gehen. Was haben wir denn hier für ein Exemplar? Der erste eigene Skischuh kann halt auch ein Weilchen her sein. Genau. Oder es kann die Zukunft bedeuten, dass es halt der erste eigene Skischuh wird. Klein und fein. Ja. Die Reise durch den Schneesport in den Schneesport. Ja, da habe ich auch im letzten Video schon erklärt auf meinem YouTube-Kanal, was hier online gegangen ist. Einen Skischuh zu kaufen ist auch ein ganz emotionaler erster Punkt. Ja? Man hat sich für den Skisport entschieden. Es ist dann so, okay, der Sport gefällt mir, ich bin in den Bergen unterwegs. Ich möchte mir jetzt was an den Fuß legen, was mir passt, was mir einfach Freude bereitet, oder? Und anpassen können wir. Ja, anpassen, genau. Ne, der Skischuhmarkt gibt das her, die Materialien geben es her. Noch nie konnte man Skischuhe so individuell gestalten und das auch schon für Einsteiger, Fortgeschrittene und Vollprofis. Ja, das heißt, die Motivation, die wir da haben, hat irgendwie 2 oder 3 Gründe. Das allererste ist, wir wollen einen Fuß, einen Schuh, der an unseren Fuß super angepasst ist. Mhm. Das ist das Erste, was wir erreichen können. Passformgenauigkeit, ja. Eben nicht mehr den Leihschuh, der irgendwann mal zwackt und wo ich morgens in den Verleih gehen muss und wirklich suchen muss und dann, hier hast du mal deinen Schuh. Ja? Und der zweite Punkt ist eben dieser hygienische Aspekt, ja, wo viele sagen, okay, ich will mir einen Skischuh zulegen, der einfach hygienisch nur mit meinem Fuß unterwegs ist. Ja? Und dann hast du schon einen richtig guten Punkt genannt, ich will meine Urlaubszeit, die Zeit im Jahr, wo ich Spaß am Berg haben will, die will ich optimieren. Genau. Deswegen stehen wir hier, deswegen machen wir jetzt euch den ersten eigenen Skischuh und gehen mal darauf ein, worauf ihr achten solltet, wenn es um den ersten Kauf geht, was das Ganze auch kosten würde und ja, wo ihr am besten und wie ihr am besten vorgeht. Also viel Spaß mit dem Video. Phil, jetzt rocken wir das. Um jetzt den groben Überblick zu geben, was den ersten eigenen Skischuh ausmacht und dir eben auch die nötigen Informationen für den Kauf zu übergeben, Phil, erstmal die große Frage, worauf können wir bei Skischuhen als allererstes mal achten? Gibt es Kategorien, gibt es da irgendwie Möglichkeiten zu unterscheiden? Der Dschungel ist riesig. Die Modellauswahl und Modellvielfalt ist enorm. Und sich da zurechtzufinden, ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Gerne helfen wir da. Wir kategorisieren unsere Schuhe in Komfort, Performance, High Performance oder sogar Race. Mhm. Das schafft eigentlich einen ganz guten Überblick und jeder findet auch sofort irgendetwas, was sein Skifahren damit verknüpft und wo er sich wohlfühlt. Top. Tragekomfort, ne, darf halt ein Racer genauso haben wie ein Tragekomfort im sportiven Segment, aber unterschiedlich. Ja, okay. Also verschiedene Kategorien und jetzt ist im Markt sehr, sehr häufig die Rede davon und da kannst du vielleicht auch schon mal von gehört haben, von diesem sogenannten Flexwert. Ja, ich habe da sogar schon ein Video zu gemacht zum Flexibilitätswert. Was bedeutet der? Ganz schnell in Zusammenfassung und ist das eine Norm? Nein, also eine Norm ist es nicht. Es ist eine, ja, ein Flex-Index. Ja, er gibt uns die Möglichkeit, den Skischuh zu kategorisieren, um halt festzustellen, mit welcher Grundfestigkeit lässt sich dieser Skischuh bewegen und welcher Kategorie Skifahrer spielt das in die Karten. Okay, genau. Heißt in dem Fall, jeder Hersteller hat schon eine Orientierung auf dem Schuh notiert, wie hart oder eben flexibel dieser Schuh ist. Genau. Und dann eine dritte Unterscheidungsgröße und die geht so ein bisschen in diese Volumina. Mhm. Wie können wir da unterscheiden? Passend zu der Kategorie wird halt eben unterschieden mit den Wortlauten Low Volume, Mid Volume, High Volume, ob es sich hierbei um eine Leistenbreite von schmal, normal, weit oder sogar breit handelt. Ja. Was natürlich enorm wichtig für den Endverbraucher ist, weil es ihnen eben hilft, jetzt durch diese 3 Möglichkeiten, Kategorie, Flexwert und dieser Volume-Angabe zu entscheiden, fühlt sich mein Fuß eventuell wohl in diesem Skischuh. Zu den Kategorien gibt es dann natürlich auch immer das Spiel Handling versus Performance. Ja, also das Spiel heißt je desto. Ja, der komfortorientierte Skifahrer sucht halt was anderes wie der raceorientierte Skifahrer. Klar, ja. Beides steht aber immer irgendwie im Zusammenhang. Mhm. Und dennoch muss man schauen, an welcher Stellschraube
wir drehen, damit sich dann derjenige auch in seinem ersten eigenen Skischuh wohlfühlt. Da sind wir schon bei sehr vielen Anpassungsmöglichkeiten. Wir haben schon gehört, ja, Flexibilitätswert, Volumen und so weiter. Also da merkt man schon, individueller Skischuh wird heute viel größer geschrieben als damals. Und worauf du jetzt bei deinem Kauf, bei deinem ersten Kauf des Skischuhs achten solltest, darauf möchten wir jetzt eingehen. Ja, worauf achten, Phil? Ja, ich bin jetzt mal der Neue im Skisport. Ich liebe den Skisport, habe das begonnen und möchte mir jetzt den ersten eigenen Skischuh kaufen. Soll ich da einfach blind ins Internet gehen, also jetzt mal salopp gesprochen, und mir da einfach einen Rohling kaufen, der mir einfach farblich gefällt? Oder wie gehe ich da als allererstes mal ran? Also alles ist möglich. Ja. Ob das zur guten Anpassung und damit guten Fußgefühl im Schneesport führt, das lassen wir einfach mal im Raum stehen. Genau. Meine Erfahrungen zeigen meist, dass es Defizite gibt, dass einfach der Fuß nicht seine optimale Position im Schuh findet und dass spätestens nach den ersten paar Skitagen durch übermäßiges Schließen oder Nachstellen eben Probleme entstehen. Und das ist schade drum, weil es ist der eigene Skischuh, der erste eigene Skischuh, mit dem man Erfolge erzielen möchte. Und meine Empfehlung ist ganz klar, dass man sich einmal auf die Grundpassform konzentriert, dass man ein Fachgeschäft aufsucht, dass man sich Hilfe holt. Holt euch Beratung, holt euch Unterstützung. Das kann ein erfahrener Skifahrer sein, das kann ein Skilehrer sein, das kann aber auch ein Fachberater im Shop sein. Hört mal auf Empfehlungen von wirklich guten, versierten Skifahrern, die schon seit Jahren im Schnee unterwegs sind. Ja. Und wenn man gemeinsam sich an diese Thematik ranwagt, dann findet man auch sehr schnell den roten Faden. Und dann kann man mit bestimmten wichtigen 3, 4, 5 Schritten auch sehr schnell zum eigenen Skischuh finden. Da bin ich super bei dir. Mein großer Appell auf diesem Kanal soll definitiv sein, sucht euch Fachpersonal bitte. Nicht einfach blutig als Anfänger ins Internet gehen und den Skischuh für 150 Euro kaufen. Denn das ganz große und wichtige Kriterium ist immer, selbst wenn ihr Anfänger seid, ja, ist eben der günstigste Skischuh für euren Fuß, für diesen individuellen Fuß, den ihr habt, nicht gerade der beste. Jetzt nehmen wir mal an, ich komme jetzt hier in euren Shop. Oder auch generell, du gehst jetzt in irgendeinen Laden hinein. Woran erkenne ich denn jetzt, ob das ein guter Skischuhladen ist, Phil? Was ist da jetzt wirklich das Unterscheidungskriterium für dich? Was muss diese Beratung vor Ort ausmachen, damit meine Zuschauer hier gerade wissen, der Shop ist wirklich Sahne? Also ich freue mich immer, wenn es ein Dialog wird. Okay. Wenn der Kunde jemanden findet, der ihn wirklich fachkundig berät, der nah am Produkt ist, der möglichst nah am Sport ist, der vielleicht auch mal selber seine Füße in die Schuhe reinstellt oder halt auch selber im Schneesport einfach unterwegs ist und ein Gefühl vermitteln kann, ja, der auch Unterschiede wirklich im Gefühl darlegen kann, was sitzt, was ist vielleicht zu locker, was ist zu fest, damit man einfach eine Range angeboten bekommt, sich selber abprüft mit dem Produkt am Fuß und dann wird die Reise deutlich leichter und effizienter, weil man zielgenauer und schneller ans Ziel kommt und die Reise ist ja lang. Ja, und gibt es von dir aus der Beratung heraus irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das macht der Profi eher? Also wir haben ja bei mir zum Beispiel das Thema gehabt, habe ich mir bewusst die Socken ausgezogen. Du hast einfach auf meine Füße geguckt. Ist das zum Beispiel etwas? Ja, das wäre für mich der erste Step. Man sollte sich die Füße anschauen, sich selbst einfach mal anschauen und mit seinem Eindruck von dem eigenen Fuß in die Beratung gehen. Okay. Der Berater sollte definitiv auch mal den Fuß nackt betrachten, denn so zeigt er, dass er sich Zeit nimmt, so zeigt er, dass er an dem interessiert ist, was er versorgen möchte. Und so lässt sich viel leichter festlegen, wie weit ist der, wie breit ist der, wie hoch ist der Fuß. Okay. Die Grundpassform geht ja bei einem Skischuh über den Knöchel hinaus nach oben. Genau. Der Schaft muss genauso gut sitzen wie der eigentliche Schuh. Ja. Und da sind wir bei Punkten, die du sagst, die erkennt man mit dem blanken Auge besser. Ich habe da schon auch viele Fragen bei Instagram bekommen und auch hier bei YouTube, ob eben diese Maschinen, diese Scanner jetzt die Hilfe sind. Kurze Meinung dazu? Jede Hilfe ist natürlich gut und kann auch tatsächlich unterstützend sein. Im Verkauf genauso für den Mitarbeiter, für seinen Kunden. Ja. Der Scan ist modern, der Scan ist bunt. Der Kunde zeigt hört was, interessiert ne? natürlich zu. Ob es letztendlich dann zeigt, welcher Schuh genau in Frage kommt, das würde ich einfach mal nochmal stehen lassen. Gut. Denn unser Scan im Sinne von diejenigen, die tagtäglich vor den Füßen sitzen, die tagtäglich damit zu tun haben, der Scan ist bei uns hier in den Augen. Und ich möchte gerne sehen und ich möchte gerne auch mal die Bewegungen sehen. Und ein Scan ist immer eine Momentaufnahme. Okay, also
Darauf achten, dass, ich fasse einfach mal zusammen, darauf achten, dass, wenn ihr in den Laden kommt, die Beratung sich Zeit nimmt, einfach mit euch den Weg durchzugehen, dann den Fuß an sich mit euch gemeinsam betrachtet, das haben wir gut gemacht, nackter Fuß, keine Socke angucken, wenn möglich dann vielleicht noch mit einem Computer unterstützen, ist gut. Und dann zu einer Kategorie führen, die zu dem jeweiligen Fahrer passt. Ja? Genau. Wo wir dann eben in dieser Kategoriedarstellung sind, von Komfort bis hin zu Race, je nachdem, was da euer erster eigener Skischuh sein sollte. Es gibt auch ganz unterschiedliche Messmethoden. Mhm. Es gibt unterschiedliche Messtools. Sollte man auf jeden Fall machen. Und man sollte unterscheiden zwischen einer unbelasteten Messung und einer belasteten Messung. Das heißt, man macht einmal eine Messung, wo man vielleicht sitzt, wo der Fuß eben nicht seine maximale Spreizung hat. Und dann macht man nochmal eine Messung, wo eben Dynamik mit im Spiel ist oder wo eben Last mit im Spiel ist. Das gibt nochmal Aufschluss darüber, wie ein Fuß so funktioniert und ob er vielleicht ein bisschen mehr Platz oder ein bisschen mehr Länge braucht. Super gut. Und was natürlich dann auch hilft, wenn ihr schon einen Schuh ausgewählt habt, dass ihr mit dem nackten Fuß sensorisch mal durch die Schale geht, Länge erfüllt, die Breite erfüllt, die Grundform, Knöchelform, mal ruhig abtasten innen drin, denn dann merkt man relativ schnell, wie viel Platz ist hinter der Ferse. Ja. Fersensitz ist das A und O beim Skifahren und ist da einfach schon zu viel Luft, dann muss man sich fragen, ob der Innenschuh es auch wirklich schafft, diesen Luft voll zu machen und langfristig den Fuß super gut zu fixieren. Okay, also hinzugefügter Punkt, neben dem nackten Anschauen des Fußes, auch mal mit dem nackten Fuß in die Schale, um die ersten Hotspots zu finden. Vielen Dank dafür, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der letzte und für dich bestimmt auch interessante Punkt in diesem Video. Was kostet das Ganze denn jetzt? Was kostet der erste eigene Skischuh? Ja? Und da müssen wir jetzt mal verschieden vorgehen. Was kostet der, Phil? $1 million. Die Million ist es direkt. Also die Preisrange ist riesig und die Auswahl ist riesig und das Angebot ist auch riesig. Der Preis ergibt sich relativ schnell aus einer Grundpassform, die man sich ja ausgewählt hat aufgrund von Länge, Weite, Breite, Höhe und aufgrund der Wertigkeit und der Ausstattung eines jeweiligen Skischuhs. Ja. Dann kommt die Option dazu des Anpassens oder ob man sagt, ich fahr mir den Schuh eben ein. Aha. Ja, und wenn wir das zusammenfügen, dann gibt es irgendwann einen Endpreis. Ja. Und nimmt man mehr Beratung in Anspruch, nimmt man auch mehr Bootfitting in Anspruch und man individualisiert und optimiert den Schuh deutlich mit Zusatzbauteilen, sei es eine Einlegesohle etc., ne, dann baut sich so ein Preis eben auch auf. Ja, sehr, sehr gut. Also da höre ich raus, dass vor allen Dingen, und das sollte auch als Appell für meine Zuschauer verstanden werden, diese Anpassung und auch die verschiedenen individuellen Möglichkeiten für dich auch als Anfänger in dem Fall den Skischuh natürlich zu zwei Optionen bringen kann. Nämlich der allerersten wäre quasi, ich gehe in den Laden und kaufe mir einen günstigen Skischuh, ja, einfach so als Rohling. Oder eben der zweite Punkt, ich will von Anfang an einen Skischuh haben, meinen ersten eigenen Skischuh, der mir passt. Und das ist für dich als Anfänger eben auch ein Punkt, dein Fuß kann durch verschiedene Sportarten auch einfach schon eine Grundform haben, die gewisse Anpassungsmöglichkeiten nutzen muss, damit er eben passt. Und das kann dann eben auch sein, dass ein Skischuh da schnell mal auch einfach mehr kostet, als man als Anfänger bereit ist auszugeben, oder? Ja, mein Appell geht ganz klar dahin, dass man eben diesen Skischuh mit einer Wertigkeitsstufe versieht. Ja. Und diese Wertigkeitsstufe kann ruhig bedeuten, dass man 50 bis 150 Euro mehr drauflegt, damit es eben von der ersten Minute an wirklich Freude bereitet, dass man Fahrspaß hat, dass man seinen Skiurlaub auch von der ersten Minute an genießen kann. Ja, stimmt. Denn nicht nur Einsteiger und Anfänger brauchen ihren ersten eigenen Skischuh, auch diejenigen, die Probleme hatten mit Rentalschuhen oder eben den alten Schuh leider abgeben müssen und den ersten eigenen Skischuh wieder kaufen müssen. Von daher nutzt diese Möglichkeit der Anpassung und ihr werdet relativ schnell fündig werden. Und dann den ersten eigenen Skischuh haben, der euch auch wirklich passt. Vielen herzlichen Dank, Phil. Wirklich super Einführung. Ich hoffe, dass es euch auch sehr gute Tipps zu eurem ersten eigenen Skischuh gegeben hat. Da haben wir das ganze Thema mal gut umrissen, wie ich finde. Weitere Fragen für diese Serie ab in die Kommentare. Und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei Phil vorbeischaut, wenn ihr bei Sport Grün vorbeischaut, wenn ihr weiter auf meinem YouTube-Kanal Marius Quast bleibt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Phil. Gerne. Ciao. Ciao.